Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. So, hallo, guten Morgen, ihr lieben Leute. Es ist Sonntag. Nee, Quatsch, es ist schon Rosenmontag. Ich bin ganz außer Zeit gefallen. Und heute komme ich endlich zur Mitbands Mini Mission Inspiration. Fit Fish out of water. Das heißt, das musste ich nachgucken. Zur Erklärung will ich es einfach, ich denke, es wird anderen vielleicht auch ähnlich gehen, ich weiß es nicht. Das ist so ein Begriff aus der Filmwelt. Das bedeutet, dass eine Figur außerhalb ihres normalen Rahmens oder des normalen Geschehens sich bewegt. So habe ich das jetzt auf die Schnelle verstanden. Und natürlich Fish out of water, dann kam mir sofort der Gedanke, ein Fisch, der aus dem Wasser kommt, auf Land geht und seine Freundin, seine Angebetete besucht. Seht ihr, mit Blumen in der Hand, Hütchen auf, ich weiß nicht, aber Hütchen weiß ich noch nicht. Aber das war die erste Idee und die werde ich versuchen umzusetzen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich will es jetzt auch nochmal versuchen auf Englisch, weil ja doch es eine englische Aktion ist. Hello and welcome to my English-speaking craft friends. My fish is on the way to his beloved girlfriend. She is human. He even leaves his habitat, the water, for that. I hope you can understand my poor, poor English. So, das war's. Ich werde mir die Farben holen. Gleich geht's weiter. So, ich werde jetzt, weil ich ja auch mich bemühen möchte, so mit ein paar ungeliebten Sachen zu arbeiten, diese wirklich ungeliebten Farben zu benutzen. Als erstes gestalte ich den Hintergrund. Müssen wir eben gucken, ist das richtig rum? Ja, die ist so ein bisschen rubbeliger. Wir brauchen also hier so ein bisschen Water, so ein bisschen Water, Water. Wasser meine ich, Water, Water. Mensch, ich bin auch schon ganz tüdelig, gell? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das so hinkriege. Also ich versuche es. Dann nehmen wir ruhig ganz viele Blaufarben. Blautöne, die sollen ja wasservermalbar sein, ihr wisst ja, ne? Die sollen ja wasservermalbar sein. Und da habe ich gedacht, dann versuchen wir das mal mit diesen Dingern. Also das wird unser Wasser. Und aus diesem Wasser steigt dann irgendwann ein Fisch. So, mal gucken, wie viel Blau haben wir denn noch? Da haben wir noch ein ganz dunkles Blau. Das können wir, oh ja, das ist so ein richtig schönes, sattes Blau. Juhu. Okay, wir haben also Blau, Blau, Blau. Jetzt wollen wir schauen. Ich habe mir extra ein Baby-Vibe geholt. Ich weiß nicht, ob es mit dem Baby-Vibe geht. Wir versuchen es. Wir versuchen es schön zu verblenden ordentlich. Oh ja, guck mal, es könnte gelingen. Ich bin mir nicht sicher, ich versuche es. Es könnte gelingen. So, das ist schon mal das Wasser. Okay, wir können noch ein paar Akzente hier reinsetzen, denke ich mal, damit man die Wellen vielleicht besser, vielleicht noch ein bisschen besser sehen kann. Mal gucken, ob es funktioniert. Nicht so wirklich. Aber naja, ihr könnt hoffentlich erkennen, das ist Wasser. Ne? Das ist Wasser. Okay. Dann brauchen wir ein bisschen Grün. Hier, ne? damit der hier rauskommen kann. Hier brauchen wir Grün. Da fangen wir auch mit so einem ganz hellen Grün an. Und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Okay. Dann nehmen wir ruhig hier am Wasserrand nochmal so einen anderen Grünton. Ja, ich möchte das so ein bisschen so abschattiert haben, ne, den Hintergrund. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so hinbekomme hier mit diesen Farben. Ich werde mich bemühen. Ich noch ein Grün hier. Oh ja, das ist schön. Guck mal, da müssen wir nämlich jetzt
ein bisschen mehr machen. Ein bisschen mehr Grün. Dann haben wir hier noch so ein dunkleres Grün. Nehmen wir das für die Ferne. Da muss dann ja gleich noch ein Haus sein. Da ist, der geht ja, er geht ja dann hin zu seiner angebeteten Freundin. Ne? Das ist ja der Dreh an der Sache. Da müssen wir noch ein Haus hinmalen. Vor allen Dingen müssen wir einen Fisch malen, der auf dem Land läuft. Das wird nicht einfach. Also das ist eine Herausforderung, denke ich mir mal. Ob ich das schaffe? Wir versuchen es mal. Ne? Mutig ans Werk. So. Ich hoffe, dass ich gleich wenigstens mit schwarzem Stift hier drauf malen kann. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das jetzt gar nicht versucht im Vorfeld, weil ich gedacht habe, okay, hier, da brauche ich noch so ein paar Kontraste. Ne? Sehr schön, wenn wir noch so ein paar Kontraste da reingeben würden. Gucken, ob es reicht. Okay. Ja, es reicht nicht wirklich. Okay. Okay, das ist das. Jetzt brauchen wir hier noch einen Himmel und Sonne. Sonne ist immer gut. Sonne ist immer gut. Wir brauchen Sonne. Warte mal, der Fisch kommt hier raus. Da steht das Haus. Hier brauchen wir die Sonne. Hier blüht wie die Sonne. Ja, wir sind ja ganz kindlich unterwegs. Wir brauchen eine Sonne. Schöne, helle Sonne. Schön. Ui, die ist schön. Das ist schöne Sonne hier. Dieses hier. Schöne Sonne. Und ansonsten brauchen wir einen blauen Himmel. Hellblauen Himmel am liebsten. Und mal gucken, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir probieren das einfach mal. Na, wir versuchen es mal. Auch weiß, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Weiß überhaupt was ausrichten kann hier. Bin mir nicht sicher. Wollte so. Wollen wir schauen. Okay. Jetzt müssen wir natürlich mehrere neue Stückchen hier nehmen, damit wir es nicht verschmieren. Ne? Also erstmal die wunderbare Sonne. Oh, das ist die wunderbare Sonne. Jetzt machen wir den schönen Himmel. Ja, das ist Malen für Blöde. Ihr wisst schon, für Leute, die nicht malen können. Ist egal. Es macht trotzdem Spaß. Ich habe mich schon jetzt, seitdem dir das Motto rausgegeben hatte, der Mike Dieken, hatte ich mich so darauf gefreut. Aber jetzt hatte ich noch selber so viel zu tun mit meinem ganzen Gesumse, dass ich da einfach nicht zu gekommen bin. Und immer sah ich diesen Fisch auf Land laufen und habe gedacht, das musst du unbedingt machen. Das möchtest du unbedingt machen. So, wir tupfen jetzt die Ränder noch so ein bisschen ineinander, dass das nicht so, ne, so hart ist alles. So. So ein bisschen Grün kann auch ins Wasser oder so, wenn wir haben. So, das wäre das. Also das ist mein Hintergrund. So, jetzt habe ich mir hier, wo ist es? Habe ich mir hier einen Stift raus, einen Stift habe ich auch. Jetzt habe ich mir hier was rausgenommen. Ein bisschen Platz schaffen. Platz. Ich brauche Platz. So, der Fisch, der darf also nicht größer, sagen wir mal, als so ungefähr werden. So. Wollen wir gucken? Ja, das wäre ideal. Ei der Pöks noch einmal. Die ist ja gar nicht so einfach, gell? Ich habe jetzt hier so einen Stift. Warte. Der soll sich wieder auflösen, dieser hier. Deswegen habe ich ihn genommen. Deswegen habe ich ihn genommen. Ah, warte. Der ist schon nicht so gut.
So, das wäre der Fuß. Der Fuß. Der eine Fuß. So. Schon nicht so prickelnd hier. Ich sehe schon. Dann hat er hier so ein Ding, so ein Maul. Dann hat er hier ein Äugelchen. Dann hat er hier so eine Flosse. Und dann hat er hier schon nicht so richtig wild. Das ist schon mal nicht so gut. Habe ich irgendwo einen Ratzefummel? Ich hatte doch hier einen. Ich habe es immer noch nicht wieder. Ich habe hier für dieses extra ein Radiergummi. Ich habe extra ein Radiergummi dafür, weil dieser Stift ja eigentlich mit Wasser auch weggeht. Also wenn man, sobald man mit Farben dran geht, geht er weg. Aber so, jetzt müssen wir mal gucken, ob das so hinhaut. Also der Fisch, der läuft so an Land, so. Zu groß der Fuß, ne? So große Füße hat der Fisch nicht. Nein, so große Füße hat der Fisch nicht. Fußflossen. So, hier, dies geht. Das geht noch nicht so wirklich. Da kommen noch die Blumen rein. So, wir haben jetzt ein Dingens hier. Wir haben hier einen Umriss und wir arbeiten den Fisch in. Na, jetzt müssen wir uns was überlegen, gell? Jetzt müssen wir, jetzt haben wir ja alle Farben der Welt schon hier drauf. Wir arbeiten in Lila, in Lila-Tönen, habe ich gedacht. Puh. Ach ja, und der Fisch, der kriegt eine Hose an. Das war ja der Hammer. Der kriegt eine Hose an, genau, das war das. Der kriegt eine Hose an mit so einem Gürtel-Dings. Und dann hat er hier so eine, ich weiß nicht, wie man so eine Tasche malen soll. So eine Tasche hat er da noch drauf. So eine Tasche. So, okay. Also wir müssen den Fisch so in diesen Tönen machen, damit er raussticht, gell? Sonst haben wir keine Chance, dass er aussieht wie ein Fisch. So, deswegen nehme ich ihn auch ganz im Bund, in der Hoffnung, dass er dann so schillert. Wisst ihr, wie ich meine? So, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Also bitte, wenn es nicht klappt, dann... ich habe es aber versucht, gell? Ich habe es versucht. Dann schneide ich das wieder aus und klebe es auf. So habe ich mir es jetzt vorgestellt. Mhm. Da können wir jetzt zum Beispiel die untere Partie in ganz dunkel machen, in dem Fall. Ich muss es halt hinterher nur ein bisschen schön ausschneiden können. Auch das jetzt auch nicht ganz so, mit diesen Stiften kann man nicht ganz so exakt arbeiten. Man schneidet es ja auch aus. Ne? Man schneidet es ja auch aus. So. Wir brauchen jetzt hier noch Farben. Wir können ruhig so ein bisschen wilde Farben reinbringen, weil er ist ja auf Freiersfüßen. Und da kann der ruhig so ein bisschen wild aussehen, der Junge. Ne? Das ist nicht schlimm. Da kann er ruhig so ein bisschen wild aussehen. Im Gesicht könnten wir ihn so ein bisschen hell machen. So. Ja, hier auch ruhig noch so ein ganz klein bisschen gelb dazwischen. Das ist ein sogenannter Paradiesfisch. Kennt ihr keine Paradiesfische? Ja, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll, okay? Das ist ein Paradiesfisch. So. Ja, wir haben sehr viele grelle Farben jetzt im Spiel. Ich weiß, tut mir leid eigentlich. Nee, tut mir nicht leid. Ist eigentlich okay, so wie es ist. Warte mal, den hatten wir, ne? Das war der? Ja, das war der. Okay.
Dann nehmen wir noch ein Rot. Wir haben es ja. Wir nehmen es also. So. Dann tun wir hier noch so ein ganz klein bisschen Lila hin. So ganz klein Schiedchen. So, hier so dazwischen vielleicht nochmal so. Okay. Und hier können wir noch ein bisschen von diesem Rot mit drauf machen. So, ne? So, dass das so ein bisschen Tiefe bekommt. Dann, wie ich das jetzt verwischen soll, das weiß ich nicht. Da bin ich ja mal rein weggespannt. Ich hole mir mal ein Babywipe. Ich habe über Ideen, ha? Ich habe Ideen, das sag doch mal selber. Ich schneide mir die mal klein, das ist für mich so unhandlich gerade. Einmal, das kriegen wir hin. Wir kriegen es hin. Sonst, weil so viele Farben im Spiel sind, ich möchte nicht, dass ich die jetzt alle ineinander schmiere, versteht ihr? Ich möchte die versuchen, schön ineinander zu mischen. Ja, ich experimentiere jetzt mit diesen Farben hier ein bisschen rum, das ist nicht so schlimm, das kann ich machen. Das ist okay. Das ist vollkommen okay, das kann man machen. Jetzt gehen wir hier rein. So, jetzt müssen wir schon mal eine andere Ecke nehmen. Wir nehmen Neues, wir haben genug. Wir haben uns genug hingelegt, kein Problem. Aha, da habe ich ein bisschen ineinander geschmiert. Aber ist nicht ganz so schlimm, gell? Ist nicht ganz so schlimm. Das schneiden wir ja aus. Da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken drüber machen. Dann gehen wir an die Buchse. Da brauchen wir uns auch nicht so viel Gedanken machen, das schneiden wir ja aus. Wir wollen es halt nur ein bisschen vermischt haben alles. Ja, das schneiden wir passend aus. Ist nicht so schlimm hier in dem Fall, ne? So, wir haben jetzt alles soweit okay. Wir brauchen jetzt nur noch einen Gürtel. Wollen wir da mal einen dunkelbraun nehmen, damit wir irgendwie eine Ruhe reinkriegen? Machen wir einen braunen Gürtel. Okay, machen wir einen braunen Gürtel. Ja. Okay. Blumen kriegt er hinterher. Alles andere kriegt er auch hinterher. Ich hole mir mal eine Schere. Hui. Da bin ich aber jetzt selber neugierig. Okay, wir holen uns eine Schere und schneiden unseren Kavalier mal aus. So soll er eigentlich aussehen. Da oben ist jetzt die... da oben ist jetzt... Okay, wir fangen an und schneiden aus. Warte mal, der ist hier. Bin ich in der Kamera? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht hochgucken. Muss mich konzentrieren. Ich muss schneiden. So. Das hinkriege ich. Das ist ein bisschen fraglich hier. Das ganze wilde Werks. Hm.
kann gar nicht sprechen, merkte das, ich bin so konzentriert, oh, wie so ein kleines Kind, ne? Man kann immer nur eins auf einmal, ne? Wie so ein kleiner Deppel, wie so ein kleiner Deppel, ein Deppel, gell, ein Deppel. So. So, das ist mein Fisch. Das ist mein Fisch. So, wir haben jetzt genug von dieser Kreidegeschichte hier. Dafür war es jetzt vielleicht nicht so schlecht. Wir machen das wieder alles ordentlich zu. In der Hoffnung, dass es klappt. Es klappt meistens nicht, weil diese doofen Stifte da immer rausgehen. Ich kann mir Mühe geben, wie ich will. Kriegt das nie. Guck, da fallen die alle raus, diese dämlichen Dinger. So ein Mistzeugs. Ich hasse solche Sachen, wenn die nicht funktionieren. Ne? Also es liegt alles feste drin. Ich könnte Anfälle bekommen. Guck mal, ich kriege Anfälle, ich schwöre es euch. Es liegt alles richtig drin und ich kriege es trotzdem nicht. Jetzt mache ich es mit Gewalt. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Okay? Jetzt haben wir die Faxen dick. So, wir holen uns jetzt hier. Guck mal, mein Fisch, der geht aus dem Wasser raus. Passt genau drauf. Also viel mehr hätte ich jetzt auch nicht machen dürfen, gell? Liebe Zeit, viel mehr hätte ich nicht unbedingt. So, jetzt, ich hatte eigentlich vorgehabt, das etwas anders zu machen. Warte mal, die Flosse ist etwas sehr voluminös. Die machen wir kleiner. Warte mal. Machen wir etwas kleiner, damit ich hier besser zu Rande komme. So, jetzt müssen wir ja noch hier ein Haus hinmalen. Ich muss mir mal ein paar Sachen rausnehmen. Also ich habe hier Blau und dann habe ich Silber und Weiß und Schwarz und diese hier zur Not. Ich weiß noch nicht, ob ich diese auch brauche. Also erstmal braucht der Fisch jetzt einen Mund. Ne? Da ist schon mal die allererste Tat. Der Fisch braucht also erstmal so dicke, oh ja, das fängt schon gut an, der malt nicht. Der malt nicht dann drüber. Ja, sonst müssen wir es anders machen, wenn es gar nicht geht. Und er lacht, mein Fisch lacht. Dann brauchen wir ein Auge, ein Eugelino. Malt nicht gut da drauf. Merkt ihr was? Selbst das nicht hier. Ist auch noch nass. Ist zu viel verlangt. Ich muss das erst trocknen. Moment. Ich muss ja wieder anmachen. Ich habe nur noch mal eben so ein bisschen Weiß ins Auge reingegeben. Also die malen jetzt nicht sonderlich gut. Vielleicht malen die besser. Weil ich wollte eigentlich... Moment, braun. Ich wollte eigentlich den Gürtel hier noch ein bisschen deutlicher machen, dass er einen Gürtel um hat. Ich weiß nicht, ob es gelingt, ehrlich gesagt. Ne, dass er hier so eine Gürtelschnalle hat vorne, ne, so können wir uns ja vorstellen. Ja, man sieht es nicht wirklich gut. Ja, ich sehe schon ein. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, ich wollte so wie so Fischschuppen da drauf machen. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich das tun soll. Oder ob ich das einfach so belasse. Und dann einfach nur so andeute hier nochmal so zu den, soll ich sagen, zu den Flossen hin noch so, ja. Ich wollte eigentlich so Schuppen noch drauf malen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich damit das Bild ruiniere, ne? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Guck mal, vielleicht mal so ein paar. Weiß nicht, ob man es überhaupt sehen kann, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht kann man doch sehen, dass es etwas intensiver wird dadurch. Ich weiß es nicht genau. Okay. Und dann könnte ich hier noch so ein paar drauf machen.
Ja. Ich brauche aber noch ein... Also wir haben hier noch das Lila. Das Lila, das können wir mal auf jeden Fall versuchen hier. Ja, das sieht man ganz gut. Ja, das sieht man ganz gut. Ja, vielleicht gar nicht so viele, ich weiß es nicht. Okay. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich toll ist. Okay. Ich weiß es nicht. Also der Mund ist jetzt so geworden. Ich weiß nicht, ob wir noch viel mehr... Ich wollte eigentlich mit diesen drauf malen, aber bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen, ob das einen Sinn ergibt. Vielleicht mal so eine kleine Unregelmäßigkeit da rein. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Ja, ich weiß es doch auch nicht. Dann hätte ich noch ein Rot. Damit könnte ich vielleicht hier unten noch mal so ein bisschen arbeiten. Ja, das geht. Sollen wir mit Weiß auch noch versuchen? Weiß hätte ich dann hier im Gesicht ganz gern, so ein paar Schuppen. Ist nicht besonders prickelnd. Ist nicht so besonders prickelnd mit dem Weiß. Naja, wisst ihr was? Ich glaube fast, ich lasse das jetzt. Silber hätte ich auch noch. Ui. Silber hätte ich auch noch. Silber, so eine Silberreihe wäre auch nicht so schlecht, ne? So Silber. Nee, lass mal. Lass mal sein, Peter. Jetzt malst du mal. Also er kommt hier an, ne? Er kommt hier an. Aus dem Wasser raus. Ich habe zu wenig Platz. Ich wollte eigentlich hier das Haus hinmalen noch. Hier. Ich habe zu wenig Platz. Der Fisch ist zu groß. Ach du Schreck. Der Fisch ist zu groß, der Fisch ist zu groß, der Fisch ist zu groß, der Fisch ist zu groß. Ach du Schande. So, da gehen wir mal über die Ecken. Müssen wir mal umdenken vielleicht. Es wäre auch ganz schön, wenn ich hier was dran kriege. Ja, schaffe ich. Ja, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, aber ich stelle gerade fest, dass es so gar nicht genauso gar nicht geht. Aber müssen wir mal überlegen, wie wir es dann hinkriegen. Also er muss auf jeden Fall jetzt noch Blumen haben. Also da führt kein Weg dran vorbei. Blumen muss er haben. Ja, also ich will das Ganze noch so ein bisschen gerne abdämpfen hier. Ich glaube, das müssen wir schon machen. Und hier gleiche. Wir gehen nochmal um alle Ecken rum. Ja, so, ich glaube, das reicht schon fast. Okay. Ja, Mensch, das wird jetzt unübersichtlich. Wenn ich das jetzt so mache, wie ich es vorhatte, dann funktioniert das nicht. Ich wollte eigentlich hier so ein Haus hinmalen. Wenn ich das Haus hier hinmale, ist das auch ein bisschen blöd, ne? Es ist auch semi-praktisch. Er muss so aus dem Wasser so rausstappeln, habe ich gedacht. So schräg rausstappeln. Also hätte ich ihn hier so hinmalen müssen. Schwierige Sache. Wir müssen ja jetzt aufkleben. So, dafür brauchen wir auf jeden Fall einen guten Kleber.
hatte so eine Idee. Ich habe gedacht, das ist total lustig. Und jetzt ist es gar nicht so lustig, weil ich den Hintergrund nicht so machen kann, wie ich mir vorgestellt habe, weil der Fisch zu groß geworden ist. Hätte ich es mal erstmal angelegt. Doof. Naja, okay, wir werden sehen, wie weit wir kommen. Also Blumen, definitiv brauchen wir noch Blumen. Da geht kein Weg dran vorbei. Gucken, ob wir da welche finden. So. So, Blumen, Blumen, ich brauche Blumen. Ich habe nie ein Grün, ne? Das ist wirklich ein Manko. Ich habe Blau und Schwarz und alles Mögliche habe ich, aber kein Grün. Okay, wisst ihr was, ich gucke mal, ob ich Sticker habe, vielleicht ein Sticker. Oh, warte mal, die Sticker sind wo? Ich guck mal eben. Das ist jetzt auch nicht so ganz einfach, sehe ich schon wieder kommen, aber ich habe von jemandem hier mal solche Sachen, so Ausstanzungen bekommen. Vielleicht kann ich da was von nehmen, weil das würde auch schön rausstechen. Wenn ich das nämlich jetzt versuche aufzumalen, wir werden mal schauen, ob wir da was mitmachen können. Da sind so große, leider. Ach, die ist etwas groß. Warte mal, vielleicht habe ich irgendwas ein bisschen kleiner. Das wäre, einen Moment, das ist etwas groß. Ja, ich habe so einen Stanzer-Ding, der... Warte mal, da hätten wir doch was, aber das ist auch sehr groß. Notfalls müssen wir die obere Blume nehmen, nur. Das ist sehr, sehr groß. Ach, Menisch! Ach, Menno! Mano, Mano, Mano. Gut, okay, wir suchen mal, ob wir hier was Besseres finden, was von der Größe besser passt. Guck mal, ich habe solche Aufkleber hier. Aber das sieht nicht aus, gell? Meinst du, das sieht aus? Hier, da sind kleine dabei, auch in Rot. Hm. Ja. Haben wir denn so kleine Blumen? An sich haben wir denn so ganz kleine Blumen? Da sind noch mehr so Sticker-Dinger. Ich bin eigentlich kein Freund von Stickern. Hatte ich glaube ich auch. Da sind sogar Blumen, die sind kleiner hier, definitiv. Aber die Blume an sich ist größer. Guck mal, das wäre doch was. Wäre das was? Oder hier, diese Rang, diese hier, die ist auch schön. Diese hier. Diese hier? Hm. Ja, ich sehe schon ein, das wird wieder eine komplizierte Aktion. Ne? Es wäre ja auch schön, naja, die Farbe. Hier ist noch was Kleineres. Warte mal, hier ist so gestrüppig so. Die Farbe ist nicht schön, nein, die Farbe ist nicht schön. Hier hätten wir auch noch Sticker-Dingens hier. Ach, ich hatte doch so viel grünes Zeug hier. Guck mal hier, dieses ganze grüne Zeug braucht kein Mensch. Wartet mal, ich habe eine Idee. Jetzt räumen wir alles wieder ein. Bitte jetzt nicht hier ganz durcheinander geraten. Das kommt auch erst wieder rein. So, was da alles drin ist. Was ist denn in diesem Schächtelchen drin? Ich weiß das gar nicht. Ah, Schmetterlinge. Süße Schmetterlinge. Okay, die sind etwas groß. So, wir haben jetzt blumenmäßig, wir suchen jetzt erst die Blumen. Wir hätten hier eine schöne große Blume, die man auch als Blume erkennen kann, ne? Die wäre nicht schlecht. Gut. Dann wollen wir das machen. Dann tun wir das. So, dann schneide ich das jetzt hier aus. Und klebe das auf oder klebe das auf weiß? Frage. Frage an Radio Eriwan. Klebe das auf weiß? Ja, tu das. Ist das ein Theater? Blöde Blumen. Blöde Blumen. Ich habe aber auch immer so blöde Ideen. Ich
habe blöde Ideen, ich weiß, ich kann nichts dafür. Das ist angeboren, okay? Da kann man nichts dafür. Ja, ich klebe die jetzt auf weiß, damit man sie auch sieht. Jetzt schneide ich sie also mühselig wieder aus. Warte mal. Ja, mit dem Haus, das können wir knicken, das passt nicht. Habe ich schon eingesehen. Das passt nicht. Jetzt kleben wir das auf. Achso, die Ränder sollten wir aber auch ein bisschen, ganz klein bisschen. Ja. Okay, jetzt kleben wir das auf. Schon mal das erste hier. Okay. Ach, verflucht. Mist. So. Mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Strempel. Ich dachte, dass wir den einfach so darüber kleben. So als kleine. Sieht doof aus, gell? Ja, ich sehe schon, sieht doof aus. Sieht doof aus. Verwischt das Ganze. Das lassen wir mal. Und jetzt können wir hier dieses ganze kleine Zeug können wir hier so aufkleben. Jetzt mal nur ein bisschen anspitzen. So, das können wir einfach hier unten mit draufkleben. Muss ja auch irgendwas drauf auf dieses Geschehen hier. Ich hasse solche Aufkleber, ganz ehrlich. Ich finde sie doof. Ich finde sie wirklich doof. Aber jetzt habe ich es gerade hier. Jetzt nehmen wir sie auch mal. Da ist noch so ein Zeug. Hier. Warte, wir nehmen so ein paar Aufkleber jetzt hier. Ich arbeite sonst nie damit, das wisst ihr. Aber es hat auch seinen Grund, weil es einfach scheiße aussieht normalerweise. Und genauso tut es das jetzt auch. Genauso mistig sieht es jetzt auch aus. Aber ich habe so viel von diesem. Warte mal, da brauche ich nichts dazu, oder? Hier dieses ganze Gesumse hier. Das ist sehr groß, ne? Sehr, sehr groß. Ah, ist zu groß. So Riesendinger will ich da auch nicht noch draufhallern. Hier dies vielleicht noch. Ja. Bin ich ganz zufrieden damit, weil ich hatte mir das etwas anders vorgestellt. Also es ist ja manchmal so, dann hat man so Ideen und stellt dann allerdings fest, das funktioniert so nicht. Gut, da muss man halt auch in der Lage sein, umzudisponieren. Und ein Butterfly hätte ich gerne noch, und zwar diesen hier. Können wir den auch auf weiß machen oder können wir den... Den machen wir so drauf. Butterfly, Butterfly, kleine Butterfly. Guck mal hier, damit es dann noch ein bisschen niedlicher ist. Da machen wir da oben noch ein Butterfly drauf. Butterfly, Butterfly, jetzt ist genug. Das ist genug. Jetzt habe ich die Nase voll. Ja, jetzt hast du dich genug hier blamiert wieder mal, Fräulein. Gut. Weg damit. Weg mit den Stickern. Wasser brauchen wir gar nicht. Was runtergefallen. Ich weiß jetzt gerade nicht was.
bisschen dunkler die Fies machen. So. Jetzt ist es trocken, jetzt kriegen wir es vielleicht besser hin. Ja, kriegen wir es ein bisschen besser hin. Okay, ich würde mal sagen, heute ist der, glaube ich, 20.02.23 und das hieß, Fish out of water. So. Okay. Räume kurz zusammen, dann machen wir noch ein Abschiedsbild. So, das ist jetzt mein Abschlussbild. Der Fisch auf Freiersfüßen, auf Freiersflossen mit seinem Blumenstrauß. Seht ihr? Finde ich ganz lustig, aber naja, ihr wisst ja, ich kann nicht sagen, ich kann nicht malen, aber besser geht's, kriege ich es nicht hin. Okay, ich muss kurz ein Foto machen. So, und dann will ich es euch auch gerne im Buch zeigen, weil ich habe ja dieses Buch mir genommen und arbeite dieses Mal so. Und das wird jetzt hier so eingeklebt. Wie habe ich das letztes Mal gemacht? So, da habe ich das so gemacht und jetzt mache ich das einfach so und klebe das nochmal ganz kurz auf. Und dann bin ich fertig. Okay. Ja, also ich hatte wohl Spaß, auch wenn es vielleicht nicht ganz so doll geworden ist, aber darum geht es ja auch in erster Linie, dass man irgendwas macht, woran man etwas Spaß hat. Und Spaß gemacht hat es mir wirklich. Schöne Idee wieder von. Seht ihr, dann habe ich das so und dann habe ich das so und dann habe ich das so. Ne? So können wir immer schön blättern. Das ist der Februar, dann kommt der März. Dann könnte ich das hier auch noch, A Little Bird könnte ich auch da hinschreiben. Da hätte ich jetzt auch hier hinschreiben können. Naja, ist egal, ich habe es auf jeden Fall drauf. Das war's von mir von heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Nee, ich bin immer bei Sonntag, wir haben Montag. Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss, bye bye. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.